Servus ihr Lieben und herzlich willkommen bei Fight Card Review Nummer 12. Heute sprechen wir über diesen Kampf hier zwischen Michael Smolik und Stanislav Romanov, den Main Event von GMC 31 in Gelsenkirchen. Wie wir auf dem Grafik sehen können, der Kampf findet in Halbschwergewicht statt, was bedeutet bis 93 Kilogramm. Bevor ich euch etwas zu dem Kampf sage, muss ich erstmal über den ursprünglichen Gegner von Michael Smolik sprechen, und zwar über Sebastian Heil. Wie ihr das hier auf der Grafik seht, das war der ursprüngliche Main Event von GMC 31. Der Sebastian musste 4 oder 5 Wochen vor dem Kampf den Kampf absagen, da er sich verletzt hat. Und sein gesundheitlicher Zustand hat ihm nicht erlaubt, an diesem Kampf teilzunehmen. Leider Gottes ist es in unserem Sport so, und das wäre in meinen Augen ein ernstnehmender Gegner für den Michael Smolik. Seine Kampfbilanz 6:2. Auch mit internationaler Erfahrung, er kämpfte zum Beispiel bei M1 Global auf gleiche Fightcard wie Stefan Pütz. Aber wir kommen zu Michis aktuelles Gegner, und das ist der Stanislav Romanov. Als ich die Grafik zuerst gesehen habe, dachte ich mir nur so: Who the fuck is that guy? Who the fuck is that? So, aber Spaß beiseite, wir sprechen jetzt ernst. Manche von euch würden sagen oder behaupten, dass es eine Fallobst ist. Sowas feiere ich aber überhaupt nicht, weil meiner Meinung nach jeder Kämpfer und Kämpferin, die den Käfig betreten und gehen regelmäßig trainieren, schaffen 8 bis 10, 12 Einheiten die Woche, verdienen sich auf jeden Fall unser Respekt und nicht Fallobst genannt zu werden. Ich muss ehrlich sagen, ich kannte den Romanov gar nicht. Erst wenn es veröffentlicht worden ist, habe ich angefangen, ein paar Informationen zu suchen. Natürlich, bei Tapology stand 2:9, aktuell steht er, glaube ich, 3:9 oder 2:8. Sehr schwer zu sagen, welche Statistik richtig ist. Auf jeden Fall ist es ein Gegner mit einer negativen Kampfbilanz. Und nicht nur Kampfbilanz, ich habe mir auch seine letzten 2 Kämpfe angeschaut, und meiner Meinung nach, es ist kein adäquater Gegner für Michael Smolik. Aber wie gesagt, es ist meine Meinung dazu, jeder kann ja seine Meinung haben und jeder darf auch seine Meinung äußern. Deshalb tue ich das auch, weil in meinen Augen ist der Michael Smolik ein sehr guter Kämpfer, ein guter MMA-Fighter, und meiner Meinung nach, er tut sich mit dem Kampf gegen Romanov keinen Gefallen. Er kann in diesem Kampf nur verlieren, weil es ist wieder mal ein Gegner mit einer negativen Bilanz, den er besiegt hat. Für mich persönlich, bei allem Respekt, ist es ein Mismatch. Wie meine ich das mit dem Mismatch und er kann nur verlieren? Ich erkläre euch das. Auf jeden Fall, Michael setzt da seine ganze Karriere auf dem Spiel gegen einen Gegner mit negativer Kampfbilanz. Also, ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, was ihm diesen Sieg bringen würde. Also, was könnte ihm so einen Sieg bringen? Den Respekt der Kampfsportszene? Glaube ich eher nicht. Andere Benefiten? Eventuell ja. Aufmerksamkeit einer anderen Organisation oder einer Veranstaltung, eventuell eine ausländische Organisation? Schwierig. Und das hier soll kein Hate sein, nicht falsch verstehen, das ist nur meine konstruktive Kritik. Ich feiere Michael als Kämpfer und auch seine Fähigkeiten, allerdings ich feiere das Matchmaking nicht. Zum Abwechslung schauen wir uns mal kurz den Romanov an. Ich habe mir die Grafik von Shadow quasi runtergeladen oder quasi aufgenommen, und wir werden uns jetzt den Stanislav Romanov mal kurz anschauen. So, 3:8, okay, bei Shadow steht 3:8. 2 Siege durch K.O., einmal durch Anders, das werden wir unten mal sehen, er hat einmal durch Disqualifikation gewonnen. 8 Niederlage, 3-mal durch KO, TKO, 4-mal Submission, 1-mal Decision. So. Ja, das sind seine. Da ist es, Disqualifikation. Hier oben. In erster Runde, 0. Minute. Nächster Sieg, auch Round 1. Der Zeit ist nicht eingetragen. Aber ich wollte mir nochmal seinen letzten Gegner anschauen, und das war der Jan Lisak. Der Jan Lisak kommt ursprünglich aus Tschechien. Allerdings, ich habe meine Freunde in Tschechien auch kontaktiert, weil ich über den Mann was herausfinden wollte. Komischerweise fast keiner kannte ihn. Dann gucken wir mal. Ich habe mir den Shadow auch angeschaut und ich war einfach erstaunt. Ne? The Monster heißt er. Guter Mann. Und seine Kampfbilanz seht ihr gleich. 38 Jahre alt. 0:24. Also das ist der letzte Gegner von Stanislav Romanov. Er hat 24 Profikämpfe, 24 Niederlagen, 19 davon durch K.O. TKO, 5 Submission, und das war's ja auch mit einem guten Mann.
Fast alle Kämpfe in der ersten Runde verloren. Nicht fast, ich glaube sogar alle. So, das war ein kurzes Video von Shaddock. Wie gesagt, ich habe mich mit dem Thema Romanov ziemlich auseinandergesetzt. Ich habe wirklich recherchiert. Also ich habe mir die letzte Niederlage gegen Krasniqi etwas detaillierter angeschaut. Und sind mir natürlich auch ein paar Sachen aufgefallen, wie zum Beispiel, er kämpft fast die ganze Zeit ohne Deckung. Seine Hände sind ziemlich unten, also ziemlich tief. Er versuchte da ein paar Takedowns zu machen, ohne einen einzigen Schlag abzufeuern. Er kassierte in den Kampf gegen Krasniqi einige Low-Kicks auf seine vordere Bein, allerdings fast gar keins hat er blockiert. Und er saß am Ende der ersten Runde schon konditionell komplett am Ende zu sein. Wie ich schon mal erwähnt habe, oft ohne Deckung und Hände sehr tief. Und das kann er nicht gegen Michael machen. Das wird gegen Michael fatal ausgehen. Ich suchte natürlich auch nach seinen Stärken und in den Kampf gegen Krasniqi, den er am Ende doch durch Punkte verloren hat, hat er auf jeden Fall sein Kämpferherz gezeigt. Wird es im Kampf gegen Michael Smolik reichen? Werden wir am Samstagabend rausfinden. So, Friends, ich habe gerade mal kurz vor dem Ende der Video gemerkt, mein Mikrofon war die ganze Zeit während der Aufnahme nicht angeschlossen. Naja, es ist wie es ist. Ich glaube, man kann mich trotzdem hören. Gott sei Dank hat der MacBook ziemlich guter Mikrofon schon integriert. Aber aufgeregt hat mich das trotzdem sowas von. Wie die Jungs von mir von MMA ohne Maske sagen würden, das sind die üblichen Probleme von MMA ohne Maske. Technische Probleme. So, jetzt komme ich aber zurück zu den Kampfpaarungen Romanov versus Smolik. Ich würde gerne natürlich auch meine Prognose abgeben. Bevor ich aber mit Prognose loslege, würde ich gerne nochmal eine Sache loswerden. Und zwar, ich als ein MMA-Fan würde ich mir auf jeden Fall für die Zukunft wünschen, Gegner gegen Michael Smolik auf jeden Fall mit einer positiven Kampfbilanz und ungefähr das gleiche Anzahl von Profikämpfen. Plus minus ein Kampf, das glaube ich, könnte auch machbar sein. Ja, Michael hat 5 Profikämpfe, steht aktuell 4 zu 1 und ich glaube, gegen Romanov kommt nichts anderes in Frage bei ihm als ein Sieg. Es wird auf jeden Fall sehr interessant, ihn zu beobachten, wie er in den Kampf reinkommt nach der letzten Niederlage gegen den Franka. Aber ich glaube, Michael wird diesen Kampf in erster Runde durch KO oder TKO gewinnen. Wie ich schon vorher erwähnt habe, habe ich mir die Videos von Romanov detaillierter angeschaut. Und wenn er so kämpft wie bei seinen letzten 2 Niederlagen, dann wird das für ihn fatal sein, weil gegen Michael kann er nicht so kämpfen. Und ich glaube, der Michael wird ihn, wie ich schon mal erwähnt habe, in erster Runde KO oder TKO schlagen. Allerspätestens zweite Runde. So, das war's mal wieder von mir. Das war's mit Fight Card Review Nummer 12. Ich hoffe, ich könnte euch da ein paar interessante Sachen zu den Kampfpaarungen sagen. Auch wenn da ein paar kritische Punkte zum den Matchmaking waren, werden wir spätestens morgen, also am Samstag, am 3.12. herausfinden, ob sie berechtigt waren. Nichtsdestotrotz, Freunde, das ist der Sport, den wir lieben, das ist der Sport, den wir supporten. Und ihr solltet genau das Gleiche machen. In diesem Sinne, lasst mich mal gerne in Kommentaren wissen, wer euer Favorit ist, ob meine Kritik berechtigt war oder eben auch nicht. Ich würde mich ganz herzlich bei euch für Zuschauen bedanken. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst mal Like da, abonniert MMA ohne Maske und aktiviert euch die Glocke. Damit verpasst ihr keine weiteren Videos. In diesem Sinne, ich verabschiede mich und wir sehen uns bei nächster Folge wieder. Bah!